Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur nächsten Lehrveranstaltung. Jetzt betrachten wir die Trennprozesse in den verschiedenen Trennapparaten. Ich möchte mit Ihnen Windsichter betrachten, weil man da aus der Wirkungsweise oder der Auslegungssystematik die noch recht verständlich ist beim Windsichter, dann auf den Zyklon schließen kann. Also es wird dann weitergehen mit Aero- und Hydrozyklon. Was brauchen Sie? Sie brauchen die Präsentation Einführung in die Trennprozesse. Da sehen wir mal so ein paar Apparate, unter anderem einen üblichen Windsichter. Es gibt da sehr, sehr viele Ausführungsformen. Und dann brauchen Sie die Präsentation Trennprozesse. Da haben wir eine Skizze zu einem Zyklon und darauf werde ich mich viel beziehen. Jetzt geht es erstmal los mit dem Windsichter. Drei Windsichten oder Windsichter. In einem Windsichter klassieren wir in einem Strom, und zwar im Wind oder Luft. Also, wir nennen das auch Strom klassieren. Und was ist das Besondere? Dass dieser Strom so im Wesentlichen eine parallele Strömung ist. Mit einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit W quer. Also Strom klassieren in paralleler. Können wir uns hier auch so skizzieren. Das ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft oder des Windes. Strömung mit W quer. Ja, wie könnten wir uns das so vorstellen? Eigentlich heißt das ja auch Schwerkraft gegen Stromsichter. Die Schwerkraft bezeichnet die Eigenbewegung der zu trennenden Teilchen. Diese Teilchen sind nur dem Erdschwerefeld ausgesetzt, aber der Sichtstrom, der wirkt im Gegenstrom zu den aufgegebenen Teilchen. Also es wird auch Schwerkraft-Gegenstromsichter genannt. Und hier stellen wir uns vor, wie ein breites Rohr, zumal vereinfacht. Hier haben wir die Zugabe des Aufgabegutes. Ja, hier haben wir so ein Seitenrohr. Und jetzt betrachten wir als erstes diesen Gegenstrom, also in Abhängigkeit von dem Volumenstrom der Luft. Entsteht hier in diesem Rohr eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit nach dem Gesetz der Verteilung des Volumenstroms zwischen Fläche und mittlerer Strömungsgeschwindigkeit. Das hier können wir die Fläche des Steigrohres nennen, ne? A-Steigrohr. Und Sie wissen ja, dass nach dem Durchflussgesetz V-Punkt sich aufsplittet in eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit W quer mal der Fläche. Und das ist hier diese Fläche A-Steigrohr. Oder wir können auch sagen A-Grenzfläche. A-Grenzfläche ist gleich A. Ja, je größer diese Fläche ist, umso kleiner wird die mittlere Strömungsgeschwindigkeit sein, die sich hier ausbildet. Und die können wir mit den Pfeillängen hier mal kennzeichnen. So, jetzt wird hier ein Massenstromaufgabegut aufgegeben mit Feststoffen, und in den Feststoffen sind, ja, und die Grenzfläche, die würde ich fast sogar gerne hier so
diesen Kennzeichnen, in diesem Aufgabegut sind kleine Feststoffe, große Feststoffe und mittlere Feststoffe. Exemplarisch. Jetzt sind diese Feststoffe der Schwerkraft ausgesetzt und die kleinen Feststoffe, die haben nur eine sehr, sehr kleine Sinkgeschwindigkeit, weil es eine kleine Partikelgröße ist. Die großen Feststoffe, so jetzt habe ich das hier habe ich falsch gemacht, ne? Das ist jetzt eigentlich hier die mittlere Strömungsgeschwindigkeit w quer. Im Gegensatz dazu, das ist die Eigenbewegung des Teilchens aufgrund der Schwerkraft. Und die großen Feststoffe, die haben eine hohe Sinkgeschwindigkeit, weil sie einen großen Durchmesser haben. Die rutschen gleich hier runter und haben eine sehr, sehr große Sinkgeschwindigkeit. Vs. Ja, was kann man auch sagen? Okay, deshalb landen die großen Feststoffe als Massenstromgrobgut unten und die kleinen Feststoffe als Massenstromfeingut wandern nach oben. Ja, und die mittleren, die wir in der Trennkurve als Trennkornteilchen 50 kennengelernt haben, was ist mit denen? Die schweben hier in der Ebene, in der Grenzfläche, weil die haben nämlich genau die Sinkgeschwindigkeit, die der Durchströmgeschwindigkeit durch den Sichtstrom entspricht. Vs. Und jetzt ist das ja tatsächlich so eine turbulente Strömung und da gibt es immer mal Impulse und es ist zu 50% wahrscheinlich, dass die Teilchen im Feingut landen, beziehungsweise mit 50%iger Wahrscheinlichkeit im Grobgut. Und das hier sind die Grenzpartikel, also die können wir hier uns auch kennzeichnen, dt. Mit dem Durchmesser dt oder wir hatten es auch xt genannt. Die sind ja nicht unbedingt kugelförmig, nur idealisiert. Und so können wir das sagen. Ja, was ist jetzt mit so einem Gegenstrom, mit so einem Schwerkraft-Gegenstrom-Sichter? Welche Grenzpartikel sind da erreichbar? Also welche großen Partikel kann ich im Grobgut eigentlich abscheiden? Können wir uns aufschreiben. Es ist technisch erreichbar. dt größer als 100 Mikrometer. Also solche Windsichterfungier sind sehr stabil einsetzbar, um zum Beispiel Stäube von Getreide abzutrennen, weil die Getreidekörner viel größer sind als 100 Mikrometer und bis zu 5 mm. Ja, so ein Getreidekorn ist ja in etwa 3 mm. Also es wird angewandt zur Entstaubung gröberer Körner. Man sagt, eine annehmbare Trennschärfe, einen annehmbaren Trennschärfegrad Kappa erreicht man bis zu einer maximalen Beladung. Mhm.
nach Schubert. Jetzt kann ich Ihnen mal das Buch von Herrn Schubert zeigen. Das hier ist dieses kleine Handbuch von Herrn Schubert, Band 1 und Band 2. Ich hatte Ihnen ja gesagt, das ist ziemlich groß. Da ist die Welt der mechanischen Verfahrenstechnik vereinigt. Und da sehen wir hier zum Fliehkraft, nein, das ist der Fliehkraft-Gegenstromsichter. Hier ist der Schwerkraft-Gegenstromsichter, das eben bis zu einer bestimmten Beladung nur diese Kappa-Werte erreicht werden. Und hier kommt auch schon die Auslegung, die werden wir auch noch weiterführen. Und hier sehen Sie auch das Grundprinzip wieder, der Sichtstrom. Und die Teilchen sind hier jetzt leider nicht schematisiert. Oft wird für eine Wegverlängerung das auch im Zickzack ausgeführt. Und da merken wir schon, dass das mit dieser Trennfläche wirklich nur eine Bemessungshilfe ist. Aber da kommt es her. So, und jetzt ist hier ist auch genannt, was die annehmbaren Trennschärfegrade sind. Und zwar sagt man, bis zu einer maximalen Beladung Y Max des Sichtluftstroms. Das hier ist der Sichtluftstrom, V Punkt, Sichtluftstrom, V Punkt, das hier. Kann ich jetzt hier Massenstromaufgabegut aufgeben? Ich kann also 0,5 Kilogramm Aufgabegut pro Kubikmeter Sichtluft das beladen. Das würde also heißen 0,5 Kilogramm Aufgabegut pro Minute zu so und so viel Kubikmeter Sichtluft pro Minute. Wenn wir mehr Aufgabegut aufgeben, dann könnte die Luft das nicht tragen. So können wir es sagen. So, daraus folgt der Sichtluftstrom, den man einstellen muss, passend zu der technologischen Vorgabe des Massenstroms, ist gleich M.A. Das ist die technologische Vorgabe, das, was man ja trennen will. Technologische Vorgabe M.A durch die maximale Beladung, bis zu der wir das haben. Also damit können wir den Sichtluftstrom berechnen, den wir hier einstellen müssen. Wir müssen also von der Beladung ausgehen. Und jetzt würde ich sagen, dieses YA, das ist die tatsächliche Beladung, die etwas kleiner ist als 0,5 Kilogramm pro Kubikmeter Sichtluft. Also die tatsächliche kleinere gewählte Beladung. Ja, und wenn wir diesen Sichtluftstrom haben, den wir mit der technologischen Vorgabe und mit der gewählten Beladung herausbekommen, können wir jetzt die Fläche des Steigrohres berechnen, und zwar über die Beziehung der Durchflussgleichung, also A Steigrohr. Das ist das nach A umgewandelt, ist also V Punkt Sichtluft durch die mittlere Strömungsgeschwindigkeit. Und jetzt gilt in der Grenzfläche, in A Grenzfläche, dass ja W quer, die mittlere Durchströmungsgeschwindigkeit, gleich der Sinkgeschwindigkeit des Trennkornteilchens ist. Und damit
berechne ich in Abhängigkeit von dem Teilchen, was ich mindestens mit im Grobgut abtrennen will, zu 50%iger Wahrscheinlichkeit die notwendige Steigrohrfläche. Das ist die Bemessung, also V-Punkt Sichtluft durch VS. Und jetzt ist die nächste technologische Vorgabe mit technologischer Vorgabe DT. Also das Teilchen will ich abtrennen. Also wenn ich zum Beispiel eben alle Getreidekörner abtrennen will und ich weiß, das kleinste Getreidekorn ist 2 mm oder 1,8 mm, dann ist das der Durchmesser, den ich mir vorgebe. Und DT ist ja, ergibt die Sinkgeschwindigkeit. Und wenn es ein kleines Rohr ist, dann würde es laminar, ein kleines Teilchen ist, dann würde es laminar umströmt werden. Also könnten wir das Stokes erstmal so als Überblicksgleichung nehmen. Also Vs ist ja eine Funktion von diesem, von dieser technologischen Vorgabe dt. Und zwar ist das ja dt Quadrat mal Delta Rho, das ist der Dichteunterschied zwischen der Sichtluft und der Teilchendichte, mal G im Erdschwerefeld, weil dieses Teilchen ja tatsächlich hier nur der Schwerkraft ausgesetzt ist durch 18 Eta. Wenn es nicht laminar umströmt wird, dann müssten wir, also weil es so sehr groß ist, müssten wir über Archimedes gehen, die Ähnlichkeitskennzahl und dann Omega und dann hätten wir auch Vs. Ja, und das setzen wir hier ein mit unserer technologischen Vorgabe DT. Mit technologischer Vorgabe DT. Und somit hätten wir das aus. Und hier könnten wir noch sagen Vs von DT. Damit haben wir den Auslegungsmechanismus und wichtig ist, dass Sie hier diese Grenzfläche verinnerlichen, da wo die Teilchen, die zu 50% Wahrscheinlichkeit im Grobgut und im Feingut landen, schweben. Ja, mehr gibt es nicht zur Auslegung eines Windsichters zu sagen. Abschließend möchte ich diese Prinzipskizze mal mit einer tatsächlichen Baukonstruktion eines Windsichters vergleichen. Hier sehen wir auch, dass den Zufluss des Aufgabegutes. Das hier ist eigentlich in diesem Bereich, ist es diese Grenzfläche, die wir ausgelegt haben. Der Sog für die Sichtluft, also hier wird die Luft von außen aus diesem offenen, in diesem Spalt eingesaugt und nach oben gesaugt durch diesen Ventilator. Das erzeugt also die Frequenz oder die Drehzahl des Ventilators, erzeugt dann den notwendigen V-Punkt Sichtluft, den Volumenstrom. Und hier sehen wir, wie in dieser ruhigen, beruhigten Strömung dann das Grobgut nach unten wandert und durch die immer größer werdende Verengung oberhalb der Grenzfläche wird dann also die Sichtluftstromgeschwindigkeit, mittlere Strömungsgeschwindigkeit vergrößert, dass eben auf alle Fälle alle Teilchen, die kleiner sind als diese technologisch ausgewählten Grenzkornteilchen, mit ganz großer Sicherheit hier nach oben abgeteilt werden, dass wirklich der gesamte Staub abgetragen wird. Und dieser Staub, der kann dann in einem Aerozyklon mit einer erhöhten Kraftwirkung für die Eigenbewegung der Teilchen dann von der Luft gereinigt werden. Hier haben wir dann schon das gereinigte Getreide. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.